Also, hallo zusammen. Jetzt machen wir Einbügeln. Ich mache mehrere Videos, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Jetzt sind wir beim Einbügeln und das zweite Video ist dann Abziehen. Was brauchen wir? Ein warmes Bügeleisen brauchen wir und Wachs. In dem Fall nehme ich Toco Orange für morgen. Ist ein bisschen kälter, aber ansonsten, also entweder Orange oder gelb, meistens wachsen wir ja gelb, morgen wie gesagt orange. Und jetzt gehe ich mit dem Wachs, streiche ich so über das Bügeleisen und das Bügeleisen halte ich für das Wachs, was runtertropft, über den Belag. Aber ansonsten streiche ich so über das Bügeleisen und dann auf den Belag. Ihr werdet es gleich sehen, gleich komme ich ins Bild quasi. So. Ich hoffe, das sieht man, dann tropft es einmal runter und ich kann diesen Tropfen, kann ich dann gleich, weil der noch flüssig ist, ein bisschen verwischen. Kabel kommt mir ins Weg, in den Weg. So, zu arg rauchen soll es nicht. So. So, jetzt ist das hier, ich zeige es euch mal, wie es aussieht. Hier. Und zwar ist der Vorteil, man braucht weniger Wachs. Früher hat man das so drauf getröpfelt die ganze Zeit und dann ist die Hälfte rechts und links rüber. So, jetzt bügele ich ein. Wichtig hierbei ist immer in Bewegung bleiben. Keine Pause machen, auch beim Reden nicht. Wenn ich jetzt hier Pause mache und lang auf dem Belag bleibe, das kann ich natürlich nicht vormachen, sonst ist mein Ski kaputt. Immer schön in Bewegung bleiben, dass es quasi eine schöne glatte Fläche und einfach ein paar Mal drüber. Meine Meinung ist, zu lang bügeln kann man nicht. Ich mache das natürlich jetzt nicht so lang. Auch dauert ja dann ewig. Wenn es jetzt ein Wettkampfski wäre, würde ich ein bisschen länger bügeln. Aber so sollte halt schon flüssig sein hier drauf. Über die Kante rüber. Mache ich auch nur einmal, also jede Kante einmal. Dann nochmal rüber, weil so ein bisschen Wachs von der Kante auf den Belag gekommen ist. Das kann ich dann nochmal schön verteilen. So. Dann stelle ich das Bügeleisen auf und gehe über in die Rille. Also, viele nutzen ja noch so normale Bügeleisen, sage ich mal, aus dem Haushalt, wo keine Dampfbügeleisen, sondern wo eine glatte Fläche ist. Aber so Wachsbügeleisen, die kosten jetzt auch nicht die Welt. Es gibt natürlich teure, klar. Also umso dicker die Platte, umso länger hält sie die Temperatur, also konstant. Aber ich weiß nicht genau, ich schätze mal so 30, 40 Euro von Toco oder Swix, kann man sich das kaufen. Ich finde, es lohnt sich. So, der Ski ist eingebügelt. Jetzt habe ich eins vergessen, man sollte ihn vorher noch ein bisschen ausbürsten. Naja. Vorher ein bisschen ausbürsten. Das Ausbürsten zeige ich euch gleich, aber bevor man wachst, mache ich eigentlich immer, das habe ich jetzt wahrscheinlich aufgrund der Aufregung vergessen. Also ausbürsten, den Staub, den Wachsstaub entfernen und dann schön einbügeln. Dann wären wir schon fertig hier. Gleich kommt Abziehen.